Obwohl Bridgestone 2010 erst mit dem BT 16 Pro einen sehr guten Sportreifen präsentiert und vorgestellt hatte, haben sich die Japaner entschlossen, in 2011 nochmal einen nachzulegen und haben den Bridgestone S20 auf den Markt gebracht. Der S20 basiert im Prinzip auf der gleichen Technik wie der BT 16 Pro, nämlich der Mehrfachkomponentenmischung am Vorderrad und am Hinterrad. Das Hinterradprofil zum BT 16 Pro wurde leicht modifiziert, das Vorderrad komplett neu entworfen. Wir konnten den Reifen bereits auf der Landstraße und auf der Rennstrecke testen und es ist schon sensationell, welchen Grip der S20 aufbaut. Aufgrund seiner sehr sportlichen Ausrichtung benötigt der S20 eine relativ hohe Laufflächentemperatur. Das bedeutet, wenn ich auf der Straße ordentlich am Kabel ziehe, bekomme ich diese Laufflächentemperatur und der Reifen kommt in seinen chemischen Gripbereich und verschleißt nicht so stark. Fahre ich jedoch etwas langsamer, kommt der Reifen nicht auf Temperatur und arbeitet permanent im Bereich des mechanischen Grips und dadurch muss ich dann mit etwas höherem Abrieb rechnen. Die Kaltlaufeigenschaften des S20 sind sensationell gut, aber wie gesagt, mit einem etwas höheren Verschleiß ist dann zu rechnen. Die Frage kommt jetzt natürlich ganz klar, was soll ich fahren, BT 16 Pro oder S20? Wir empfehlen im Prinzip dem Normalfahrer, der sportlich auf der Landstraße unterwegs ist, soll am besten den BT 16 Pro fahren. Dieser Reifen braucht nicht so ein hohes Temperaturfenster. Und der sportlich orientierte Fahrer, der auch auf der Landstraße ordentlich am Kabel zieht, aber auch hin und wieder mal auf die Rennstrecke geht, ist mit dem S20 besser bedient. Wettbewerber zum Bridgestone S20 sind aus unserer Sicht, wie bereits erwähnt, der BT 16 Pro, der Continental Sport Attack 2, der Michelin Power 3, der Dunlop Sport Smart 2, der Metzler Sportec M7 sowie der Pirelli Rosso Corsa.